Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Duisburg soll auch an Dietmar Hirsch interessiert sein. Gespräche hat es da demnach noch nicht gegeben. Aber das ist na klar, nach so einer Saison nur logisch. Los geht's! Gladbach in Weiß von rechts nach links und Bocholt in Schwarz von links nach rechts. Viel Spaß hier bei dieser letzten Partie am 34. Spieltag der Regionalliga West bei Sport Total. Ball jetzt zu kurz und jetzt die erste Riesenchance für Bocholt. Glaub aber nicht, dass der den aufs Tor zieht. Das wäre schon ein absolutes Kunststück von Jan Holdak. Bringt den tatsächlich scharf drauf. Und dann ist es nur die Latte, die hier die Führung für Bocholt verhindert. Der dritte Eckball für die Borussia. Bisher war das nicht ganz so gefährlich. Mal sehen, ob da jetzt was geht. Ball kommt kurz, segelt durch. Aber keiner der Gladbacher kommt da so wirklich dran. Und Patzler macht's mal ganz schnell. Atti ist aber da. Und nochmal Beckert. Jetzt mal ein bisschen Platz für Ali Barak. Marvin Lorch kriegt den Ball aber noch. Barak rückt mit auf. Immer noch Lorch. Jetzt der Ball von Barak. Bisschen ungenau. Und trotzdem bekommt er den Ball dann nochmal. Fantastisch gespielt vom ersten FC Bocholt. Und dann ist es Bogdan Schubin, der hier technisch ganz sauber arbeitet nach der Flanke von Ali Barak, der sich zum ersten Mal in dieser Partie mal ein bisschen vorne mit eingeschaltet hat, die Flanke gut bringt und Bogdan Schubin, super Abschluss und dann geht Bocholt hier, ja, verdientermaßen in Führung und steuert auf die Vizemeisterschaft zu. Korb steht da kurz, Ecke kommt richtig gut und dann schaffen die Gladbacher tatsächlich hier den Ausgleich. Das haben sie schon richtig gut gemacht, gute Balleroberung von Schubin. Reicht aber nicht, Schröers steckt gut durch und Bürk Aslan kriegt sogar noch den Abschluss hin. Natürlich auch schwer, da am 34. Spieltag nochmal jede Aktion voll konzentriert zu Ende zu bringen. Super Ball von Barak und nochmal Schubin! Der nächste fantastische Abschluss vom Ukrainer. Und dann bringt der Bocholt hier erneut in Führung. 52. Spielminute, die Gäste aus Bocholt gehen erneut. Nach der super Ablage nimmt den Schubin mit viel Risiko, aber vor allem technisch erneut richtig, richtig gut der Abschluss von Bogdan Schubin. Salari mit der Flanke und dann ist es nur die Latte, die hier den zweiten Treffer von Rainer Deri verhindert. Super Flanke von Kustrem Salari. Bocholt hier jetzt ungenau und Kustrem Salari. Na Deri im Nachschuss, kommt da nicht ran und dann hat ihn Patzler. Lieder schaltet sich mal mit ein. Und das ist Bürk Aslan! 2:2 für die Jungfohlen. Superball von Lieder auf Naderi, der da mit dem Kopf ablegt. Und jetzt belohnt sich Oguzhan Bürk Aslan für eine sehr aufwendige Leistung und einen richtig guten Abschluss, gute Mitnahme. Und dann steht es hier wieder unentschieden. Drücken die hier immer weiter. Korb aus der Distanz.
ist da noch abgefälscht und Patzler packt da richtig zu, reagiert da gut und verhindert hier die Führung der Gladbacher. Die rechte Seite und Fakro verpasst, aber Lorsch macht ihn nicht. Aderi, gut. Auf Asalari, toller Ball auf Büyük Aslan. Macht Büyük Aslan sein zweites Ding? Nein! Macht hier alles richtig bis auf den Abschluss. Was für ein Ballverlust. Die Möglichkeit für König. Er macht es tatsächlich. Dritte Führung für den ersten FC Bocholt. Diesmal ist es Philipp König, der hier mit einer Bewegung Lieder aussteigen lässt und dann unhaltbar abschließt für Maximilian Brüll. Ball kommt gut und dann ist es tatsächlich der Ausgleichstreffer für Borussia Mönchengladbach, Su 23. Ball aber dann schon hinter der Linie und dann endet dieses Spektakel zwischen der U23 von Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Bocholt mit 3:3. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.